Hallo. Ja, grüß Hallo, dich. junge Dame. Was macht denn so eine Frau hier ganz alleine hier draußen? Ich spazieren. Was ist, sie stottert dann aber ganz schön, sie versteht man ganz schlecht, haben sie einen Sprachfehler oder sowas, junge Frau. Das macht sie aber nicht weniger attraktiv. Danke. Naja, ich gehe hier eine Runde spazieren bei dem miesen Wetter. Ich bin auf der Suche nach ein paar Sachen. Nun, wie heißen Sie denn, junge Frau? Ich heiße Maria. Okay, Sie sind... Aber Sie haben ein sehr hübsches Wesen, muss man echt sagen. Das, Sie sind doch von dieser Kirche, ne? Sie sind doch von dieser Kirche, kann das sein? Ach, ihr habt schon davon gehört? Ja, das stimmt. Nun, Gerüchte verbreiten sich schnell hier in Tirarus. Wir sind die Gemeinschaft oder ein Teil davon zumindest. Vielleicht haben Sie von uns schon gehört. Komm auf den Schoß, Bisher Junge. eigentlich noch nicht. Hey. Wir sind Sind die, die eine natürlich Vorliebe für Kinder. aufstrebende. Soll ich dir mal einen richtigen Hasen zeigen? Ganz schön dreist, der kleine Mann. Wir haben einen Österreicher mit harten 21 Zentimetern. Das hättest du wohl gern. Er heißt Stoßmanni. Scheiße. Was führt euch Wo hierher? soll ich denn hin? Wo soll ich denn hingehen, Maria? Ach, ich denke mal, ich werde Richtung Vibor gehen. Aber ein genaues Ziel habe ich noch nicht. Nun, so eine junge Frau hat doch bestimmt immer etwas lecker gekochtes in ihrem Rucksack, das sie teilen möchte, oder? Leider habe ich hier nicht allzu viel gefunden. Ich könnte euch ein bisschen Milchpulver anbieten. Das wär's aber auch. Schau mal, schöne Frau, ich hab dir einen Sack Reis weg. Den kochst bitte. Du kannst doch selber kochen, junger Mann. Aber das ist ja auch als Putzfrau in der Schule oder wie in Viber. Putzfrau ich? Nein. Bitte schön. Das möchte ich bitte Nun in haben einer wir. Stunde gebraten abholen. Ja, dann mach mal Feuer an und stell mir einen In Kochtopf hier einer hin. Stunde Vibor. In einer Stunde wird das Fleisch gebraten. Wir müssen uns verstehen, junge Dame. Wir haben schon lange keine Frau mehr gesehen. Wir vermissen einfach herzhaft gekochtes Essen, das mit Liebe zubereitet wurde. Verstehen Sie das? Können Sie sich ja denken, bei uns gibt es bloß mal Pferdegessen und so. Ja, das ist auf Dauer Nun, ich natürlich meine, nicht dass wir lecker. Ich anständig genug. meine, ich kann zwar kochen, aber ich habe momentan keine Utensilien zum Kochen. Dann müssen Sie sich welche suchen. Wir sind ja nicht respektlos gegenüber Frauen. Nein, Aber gucken Sie mal, wir haben schon seit Monaten und keine selbst. Frau mehr gesehen. Wir sind vier ausgehungerte Männer, wir könnten ganz andere Bedürfnisse haben, aber wir wollen nur ein herzhaft gekochtes Steak haben, verstehen Sie? Ja, da Oh, ist ich aber auch sehe noch ein gerade, anderes ich habe Problem. nur Selbst drei wenn ich einen Ideen. Kochtopf hätte, dann wüsste ich immer noch nicht, wie man ein Feuer macht. Wissen Sie, das finden Sie schon raus. Es gibt Tutorials. Nun, wir sind die Männer, Sie sind die Frauen. Wir können Ihnen doch nicht erklären, wie man kocht. Das müssen Sie doch wissen, besser als wir. Ja, wie gesagt, ich kann kochen, aber ohne einen richtigen Herd oder einen Gaskocher oder ein Lagerfeuer kann ich das Fleisch leider nicht Wir machen zubereiten. das jetzt folgender. Wir Außerdem fehlen mir die machen Gewürze. das so. Sie stecken jetzt das Fleisch hier ein und heute Abend treffen wir uns lieber und dann schmeißen wir das auf den Grill. Wir gucken, dass wir ein Feuer machen und Sie kochen uns den
das Zeug jetzt dann und bringen Sie, machen Sie das bloß mit Liebe. Ich schmeck das, wenn da keine Liebe dabei ist. Ich koche immer mit Liebe, aber dann tut mir mal einen Gefallen und bewahrt das so lange für mich auf. Aber sicher doch. So, dann haben wir wohl eine Abmachung, würde ich sagen. Da sehen wir uns ja zur Abenddämmerung in Vibor dann vermutlich. Okay, 20 Uhr Vibor ohne Treten. Alles klar, dann sag mal bis später, Jungs. Dann lassen Sie sich mal nicht ausrauben und dir das Fleisch wegnehmen, ne? Wir haben Hunger. Kein Problem. Und wenn ihr ein bisschen Salz oder so findet, dann bringt das mal mit. Sie kochen das Fleisch jetzt sofort. Ja, dann gib mir doch mal einen Kochtopf. Hunger, ich hab was zu essen. Nee, hey, junger Mann, ist aber gar nicht nett. Hör mal, nimmst du mal die Knarre runter, das ist eine Frau. Wir haben noch Anstand, trotz einer Apokalypse, Kollege. Aber wir... Entschuldigung, my lady. Mein Name ist Charo. Ich bin Truppenführer der Gemeinschaft. Ich entschuldige mich aufrichtig für deren unsittliches Verhalten, Jungs. Das gibt erstmal Ratsch. Ja, ich glaube, die Jungs brauchen mal ein wenig Erziehung. Ich heiße übrigens Maria, Charo. Ja. Ja, hallo Maria. Ja, Maria, diese Jungs werden dich garantiert in Ruhe lassen. Und haben sie dich zu etwas gezwungen, dann lass es mich wissen. Den wäre ich... Naja, die wollten, dass ich ihnen was koche. Was ich auch bereit bin zu tun, nur das Fleisch ist dann leider ohne Gewürze, weil ich habe kein Salz und nichts bei mir. Ja gut, dann müssen sie leider ohne Gewürze gehen. Möchtest du das? Wir haben doch noch Hunger. Und ohne Kochtopf kann ich eh nicht kochen, weil das Fleisch verbrennt, so, wenn man das so im Feuer tut. Das ist nicht gut. Und das Feuer ist aus. Maria, übrigens bitte ich darum, wenn ihr in Novi und in Stari unterwegs seid, keine Kirchenschändung vorzunehmen, weil sonst glaube ich, würden wir Probleme bekommen. Die Kirchentüren sind im Moment auch abgeschlossen und ich bitte die Türen zuzulassen, solange ich oder einer meiner Priester nicht vor Ort ist. Aber ansonsten seid ihr natürlich herzlich willkommen. Sind Sie von der Kirche? Ja, ich bin oberste Rika. Da ich Atheist bin. Wer glaubt heute da noch an kein Gott? Problem sein. Ich meine... Auch Atheisten sind bei uns willkommen. Ja, alles auch. Maria, man sollte aber auch nicht mit Mundtuch rumlaufen. Man könnte denken, dass du ein weiblicher Bandit. Ich fühle mich schon ein bisschen froh. Ja, aber Entschuldigung, viele Leute, die ich treffe, die haben sich schon seit Wochen nicht gewaschen und naja, du weißt, die riechen halt ein bisschen streng. Lassen Sie mich mal riechen. Das riecht aber gar nicht gut. Kollege, das riecht gar nicht gut. Es wird gleich hier, es wird gleich ungemütlich. Schieß dir gleich in dein Bein rein, wenn du noch einmal der Frau zu nahe. Ich hab dann eine ganz strenge Fahne gerochen. Jetzt riecht es aber bis hierher, hä? Da wollte ich der Sache nachgehen. Entschuldigen Sie für Ihr Verhalten, also ich muss da jetzt wirklich... Gehen Sie am besten. Die Jungs werden sonst trotz ihrem Hunger ein bisschen... Ja, die haben ja schon gesagt, die haben lange keine Frau mehr gesehen. Die haben bestimmt vergessen, wie man mit Frauen umgeht. Das riecht aber... Und wenn ihr weiter nach Novi und Stari geht, passt auf, da sind... Leute, Unmengen an diesen Stinker, von diesen Stinkern, müsst ihr aufpassen. Ah, da hätte ich strenge Fahne, alles klar. Ja, die haben mich heute schon angegriffen, kann sein, dass hier an meiner Kleidung ein bisschen Blut von den Stinkern ist, muss ich mal waschen. Ja, das ist gar kein Problem, also es ist verständlich.
Alles klar, Jungs, es wird langsam Zeit für uns. Esst auf und Priesterin Maria, ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag und lass dich nicht... Ja, ich wünsche euch auch noch viel Erfolg, ja. Lasst euch nicht beißen und ja, wir sehen uns ja eh später in Vibo nochmal, ne? Ja, Gott schütze Sie. Ich hoffe immer noch auf ein gut zubereitetes Steak. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich kann Ihnen sonst noch mehr geben an Steaks, damit wir alle was zu essen haben. Also mein Rucksack ist leider voll, ich kann nichts mehr mitnehmen. Okay, dann ja, aber du dann kannst das später ja mitbringen. Nimm die Beine in die Hand. Also dann, auf Wiedersehen. Los, los. Okay. Auf geht's! Hopp, hopp! Behalten Sie die Gemeinschaft in guter Erinnerung, Maria. Und Gott schütze Sie. Wird bald, Jungs. Mach ich! Hier liegt es. Auf dem Boden. Bei dem. Vielen Dank, mein Freund. Luxack. Haben Sie noch etwas zu essen? Ich bin leider in Hunger. Ja, ich habe dir hier eine Dose hingelegt. Ah, vielen Dank. Mehr habe ich aber leider auch nicht zu essen mit. Ist schon in Ordnung. Ist besser als gar nicht. Ich könnte eventuell ein paar Sachen von dir nähen, falls irgendwas kaputt ist. Du kannst alles nehmen, was hier liegt. Ich brauche es nicht. Oh, das ist nett von dir. Oh, Shotgun-Munition. Du hast hier aber ganz schön viele Waffen gebunkert. Ja, das ist für den Notfall. Nun, ich begebe mich dann wieder nach Vibor. Bitte lassen Sie das Auto stehen. Ja, ich kann eh nicht fahren, also keine Sorge. Ich werde auch nichts, ich werde auch niemandem etwas verraten, dass du hier ein paar Sachen lagerst. Schon in Ordnung. Das waren schon mal viel mehr Sachen. Falls du mal in Novi oder in Stari bist, bist du herzlich dazu eingeladen, mich in meiner Kirche zu besuchen. Ah, ja. Vielleicht komme ich einmal vorbei. Vielleicht hast du ja auch schon von uns gehört. Wir sind Anhänger der Kirche des Blutes. Nein, habe ich noch nicht. Wir bieten jedem Unterschlupf, der danach fragt. Und wir heilen natürlich auch Wunden. Und du kannst bei uns beten und übernachten und dir den Segen des Namenlosen holen. Ich verstehe. Allerdings haben wir auch Regeln. Du darfst keine Waffe bei uns tragen. Keine offenen Waffen tragen. Außerdem wird Diebstahl nicht geduldet und du solltest besser keinen von unseren Ritualen stören, weil das wird bei uns mit dem Tod bestraft. Aber sie tragen eine Waffe. Bitte? Mehrere sogar. Ja, sie tragen mehrere. Die Diener des Namenlosen dürfen Waffen tragen, weil du weißt schon, die ganzen Stinker, die hier rumlaufen und versuchen uns aufzuessen, die sind eine große Gefahr. Und wir müssen auch auf unserem Gelände für Ordnung und Sicherheit sorgen. Weil manche Banditen haben keinen Respekt vor der Kirche, deswegen sind die Diener des Namenlosen immer bewaffnet.
Ich verstehe. Aber Besucher müssen halt die Waffen ablegen, damit es, falls es zu Streitigkeiten kommt, kein Blutvergießen auf heiligen Boden gibt. Oh, Server. Hey, du da. Hey. Hallo. Hallo. Alles klar? Hallo, Amiga. Ja. Sag mal, hat einer von euch zufälligerweise irgendwo Dünger gesehen? Was genau suchst du nochmal? Dünger. Ich habe oben bei der Fabrik einen kleinen Garten angelegt und ich bin jetzt auf der Suche nach Dünger. Ah, ich verstehe. Leider nicht. Na, Luise, hast du das, was sie sucht? Ach, leider auch nicht. Nee, sieht schlecht aus, nee. Okay, ich verstehe. Vielleicht Schade. Fragst du einige andere in der Stadt. Sind hier noch andere? Ich glaube schon, dass einige noch in der Stadt sind. Musst du gucken, immer schön die Augen aufhalten und dann findest du auch welche. Definitiv. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Ciao. Ciao. So, ich glaube, die Pflanzen sind eigentlich alle gegossen. Jetzt heißt es abwarten. Ich habe heute ein paar Leute getroffen, so eine Gruppe. Die nannten sich die Gemeinschaft. Die wollten später auch noch hier vorbeikommen. Kommen nach Vibor? Ja, wir haben hier sozusagen ein Date. Die haben mir ein bisschen Fleisch mitgegeben, das soll ich dann für die kochen. Denn man kennt Leute aus der Gemeinschaft. Sind gute Freunde. Beschützen Slinwa immer. Ja, ich habe die auch eingeladen, wenn die mal in der Nähe von Novi oder Stari sind, dann wollen die uns mal in der Kirche besuchen kommen. Oh, was hast du denn da auf? Schutz vor Wackelmännern. Slinwa spielt ja immer aber... Kriegen mit Wackelmännern. Aber ich glaube, die können dir trotzdem noch die Ohren abbeißen, wenn sie wollen. Oh, Namenloser, segne diese Pflanzen, auf dass sie schnell wachsen und reichlich Nahrung abwerfen. Stimmt, wir gehen nach Vibor und gucken, ob Leute da sind und bringen zum Essen her. Okay, ich warte hier so lange und passe auf die Pflanzen auf. Okay, bis gleich. Hallo, hört mich jemand? Hallo, Vika. Und, hast du jemanden gefunden? Männer in gelbem Regenmantel sagen Bescheid und kommen später auch. Okay, ich versuche hier gerade ein paar Leute über Funk zu erreichen. Hallo, hört mich jemand? Okay. Noch mehr machen oder reicht? Ich würde mal sagen, das reichen. Aber wir können auch gerne noch mehr machen, da ist noch genug Dünger vorhanden. Oh, ich hab nichts gehört. Jemand schießt auf den Vibor. Wenn wir gehen auf Dach und gucken, okay? Okay, aber fall nicht runter. Oh shit.